Wenn verschiedene Kunststoffverarbeitungsmaschinen mit verschiedenen Materialien versorgt werden sollen, benötigt man eine Förderanlage. Werden viele Fördergeräte benötigt, wird das System normalerweise in autarke Teilsysteme aufgeteilt, die jeweils mit einem Vakuumerzeuger ausgestattet sind. Meldet ein Fördergerät Materialbedarf, läuft der Vakuumerzeuger an und das Fördergerät wird beschickt. Pro Teilsystem kann immer nur ein Fördergerät beschickt werden. Stehen mehrere Bedarfsmeldungen an, werden sie in der Reihenfolge, wie sie eingegangen sind, abgearbeitet. So funktioniert die herkömmliche, normale Mehrstellenförderanlage. Es gibt aber auch eine Alternative, die Förderanlage mit permanentem Zentralvakuum. Diese Art der Förderanlage wollen wir uns heute näher ansehen. Eine Zentralvakuumanlage im Technikum von Motan Kolotronik. Wie es der Name schon verrät, wird innerhalb der Anlage ein zentrales, also allen Verbrauchern zugängliches Vakuum erzeugt, über das der Transport des Materials abläuft. Üblicherweise herrscht in den Vakuumleitungen ein Unterdruck von einem halben Bar, also etwa der halbe normale Luftdruck. Je nach Auslastung der einzelnen Maschinen halten automatisch geregelte Vakuumpumpen diesen Unterdruck aufrecht. Vorteile einer permanenten Vakuumzentralförderanlage liegen darin, dass gleichzeitig mehrere Fördergeräte bedient werden können. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen, wo immer ein Fördergerät nach dem anderen bedient wird, können jetzt gleichzeitig bis zu 10 Verarbeitungsstellen mit Material versorgt werden. Und damit kann man erheblich größere Durchsätze erzielen als bei klassischen Systemen gleicher Bauart. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass eine permanente Zentralförderanlage auch relativ einfach zu erweitern ist. Das heißt, an zentraler Stelle befinden sich die Vakuumpumpen, die fast beliebig erweitert werden können. Und die Anlage selbst, die charakterisiert ist durch ein großes zentrales Vakuumrohr, das über die ganzen Bedarfsstellen hinwegläuft, das an dieses zentrale Vakuumrohr beliebig weitere Bedarfsstellen angekoppelt werden können. So funktioniert eine konventionelle Saugförderanlage. Fördergerät 1 meldet einen Materialbedarf. Dann läuft die Pumpe an und baut ein Vakuum auf. Der Fördervorgang beginnt. Ein zweites Fördergerät meldet einen Bedarf. Der erste Fördervorgang läuft weiter, bis er beendet ist. Dann wird das zweite Fördergerät mit Material beschickt. Auch dieser Fördervorgang endet. Die Vakuumpumpe läuft noch etwas nach, bevor sie abschaltet. So funktioniert eine Förderanlage mit permanentem Zentralvakuum. Die Vakuumpumpen laufen nur dann an, wenn das Vakuum im Fördersystem unter einen definierten Druck abfällt, zum Beispiel 500 Millibar. Fördergerät 1 meldet einen Materialbedarf. Der Fördervorgang beginnt unmittelbar, da das Vakuum nicht erst erzeugt werden muss. Kurz darauf meldet Fördergerät 2 einen Materialbedarf. Auch dieses Gerät wird direkt mit Material versorgt, noch während der Fördervorgang für Gerät 1 läuft. Worin liegt der Vorteil eines zentralen Vakuums? Energieverbrauch. Pumpenanlaufzeiten und Nachlaufzeiten, während derer nicht gefördert wird, werden reduziert. Je mehr einzelne Pumpen am Produktionsstandort unabhängig voneinander arbeiten, desto größer die Verluste durch Anlauf- und Nachlaufzeit und desto eher lohnt sich eine Zentralvakuumanlage. Bedarfsgerechtigkeit. Die Vakuumpumpen einer Förderanlage mit Zentralvakuum regeln sich automatisch je nach Auslastung der angeschlossenen Geräte. Ein versehentlich erzeugtes zu großes Vakuum kann in den Vakuumleitungen gespeichert werden, geht also für das Gesamtsystem nicht verloren. Betriebssicherheit. Durch den Einsatz mehrerer Vakuumpumpen ist auch bei Ausfall einzelner Elemente ein konstanter Unterdruck im ganzen System gewährleistet. Flexibilität. An beliebigen Stellen innerhalb des Netzes lassen sich neue Zapfstellen einrichten. Wartungsbedarf. Wenige, aber dafür übersichtlich zentral installierte Gebläse und Filter reduzieren den Wartungsbedarf der Anlage erheblich. Parallelbetrieb. Dadurch, dass bei einer Förderanlage mit permanentem Zentralvakuum die Beschickung von mehreren Fördergeräten gleichzeitig möglich ist, kann insgesamt ein höherer Durchsatz erzielt werden. Mit zentralem Vakuum erhöht man in Anlagen mit vielen Verbrauchern die Verfügbarkeit und Verlässlichkeit.